Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Beitrag spreche ich heilsame Affirmationen. Das sind positiv formulierte Warum-Fragen, die deinen Verstand auf die Suche schicken nach Antworten, nach allen Informationen, die du brauchst, um deine Gesundheit voranzubringen, wieder heil zu werden. Auf körperlicher oder psychischer Ebene. Die Warum-Fragen setzen deinen Geist derart in Bewegung, dass du im Alltagsbewusstsein nach und nach die Antworten auf die gestellten Fragen empfangen wirst. Also sei offen für diese Botschaften, die sich garantiert zeigen werden. Den bestmöglichen Effekt erreichst du, wenn du dieses kurze Video am besten zweimal täglich hörst. Die optimalste Zeit wäre gleich morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Einschlafen. Dann aktivierst du dein Unterbewusstsein am besten. Eine genauere Beschreibung, wie diese Affirmationen funktionieren und was sie bewirken, erfährst du hier oberhalb in diesem Informationsvideo dazu. Hör es dir unbedingt an, um von dieser Magie bewusst Gebrauch zu machen. Und wenn du soweit bist, schließe deine Augen, entspanne dich. Und schicke deinen Verstand jetzt auf die Reise und sei in freudvoller Erwartung dessen, was sich zeigen wird. Und du wirst es fühlen, was dieses kraftvolle Warum in dir auslöst. Warum kann ich so dankbar sein? Für meine absolute Gesundheit. Warum bin ich frei von jeglichen Krankheiten, Blockaden und Störfeldern? Warum ist jede einzelne Körperzelle vollkommen gesund? Und aktiviert. Warum arbeitet mein Körper zu 100% und in vollem Einklang für mich? Warum fällt es mir so leicht, alles mir Mögliche für meinen Körper und meine Gesundheit, meine Heilung zu tun. Warum liebe ich gesunde Ernährung, die zu mir passt und mich in meinem Prozess bestmöglich unterstützt? Warum finde ich genau die richtige Bewegung, die mein Körper jetzt möchte, um zu gesunden, zu regenerieren? Warum habe ich ein so starkes, kräftiges und mächtiges Immunsystem? Das immer für mich arbeitet. Warum arbeiten meine Verdauung und mein Stoffwechsel immer auf Hochtouren? Warum besitze ich eine so extrem starke psychische Immunabwehr?
Warum sind meine Selbstheilungskräfte so außerordentlich stark? Warum funktionieren all meine Sinne optimal? Warum arbeiten meine beiden Gehirnhälften völlig synchron? Warum bin ich so im Einklang mit mir selbst? Warum bin ich geistig vollkommen gesund? Warum manifestiert mein Geist eine Realität, in der ich vollkommen gesund bin? Warum liebe ich es, voller Energie zu sein, mich zu spüren, die Kraft meines Körpers auszuleben? Warum bin ich auch auf energetischer Ebene vollkommen gesund und geheilt? Warum ist mein Körper vollständig entgiftet und gereinigt? Warum arbeiten meine Organe so stark für mich? Warum weiß ich, dass ich immer heilen kann? Warum vertraue ich meinen Körper so sehr? Warum gelingt es mir so gut, die Bedürfnisse meines Körpers stets rechtzeitig wahrzunehmen? Warum kann ich mich vollkommen auf meinen gesunden Körper verlassen? Warum wird mein Immunsystem von Moment zu Moment stärker? Warum fühle ich mich so entspannt, losgelöst und in vollkommener Harmonie? Warum gelingt es mir so gut, alles Belastende einfach loszulassen? Warum liebe ich meine mentale Kraft und Stärke so sehr? Warum fühle ich mich zu jeder Zeit begeistert und lebendig? Warum genieße ich meinen wunderschönen, gesunden, vitalisierten Körper so sehr? Warum liebe ich meinen Körper, mein
Fahrzeug, meinen Tempel hier auf Erden. Warum kann ich so gut für mich und meine Bedürfnisse sorgen? Warum kommen genau die richtigen Antworten zur richtigen Zeit in mein Leben? Warum gelingt es mir so gut, mit meinem Körper zu kommunizieren? Warum ziehe ich all die Menschen und all die Situationen in mein Leben, die für meine Gesundung wichtig sind? Warum vertraue ich so sehr darauf, dass alles gut wird und ich bereits jetzt gesund bin? Warum liebe ich mein Leben in diesem Körper so sehr? Warum gelingt es mir so gut, diesen meinen einzigartigen Körper in absoluter Liebe anzunehmen? Warum gelingt es mir so gut, Ja zu sagen, Ja zu meinem Körper, Ja zu meinem Problem, Ja zu meiner Krankheit? Warum gelingt es mir so gut, das anzunehmen, was jetzt gerade ist, in dem Wissen, dass es sich dadurch verändern wird?